Okay. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es... Nein, heute gibt es nicht. Doch, heute gibt es schon. Heute wird ein Gewinner veröffentlicht von unserem Gewinnspiel-Video. Derjenige, der aus so Tausenden von Kommentaren rausgesucht wird, der wird von uns diesen Nissan GT-R als Modell bekommen. Ne? Wir schmeißen, guck mal, wie oldschool wir sind. Ja? Ich bin so ein bisschen oldschool. Auf jeden Fall gibt es ganz viele Kommentare. Ne? Wir haben die ausgedruckt und jetzt schneide ich die wirklich selber, höchstpersönlich. Also, es sind 1500 Kommentare. 1500 Kommentare. Und 1500 Leute möchten den Nissan GT-R gewinnen. Vielleicht schmeißen wir das in so einen Eimer oder Karton oder irgendwas. Vermische ich das, damit das nicht heißt, ach, der Belzec hat irgendeinen, der bekennt, rausgesucht. Und jo, machen wir nicht. Bei uns ist alles sauber. Und es gibt so viele Kommentare, ich habe die wirklich alle durchgelesen. Wirklich alle Kommentare habe ich mir durchgelesen. Und es gibt wirklich auch sehr, sehr interessante Kommentare. Ja. Und auch viele nette, wo ich mich sehr gefreut habe. Viel Lob habe ich bekommen, was mir natürlich auch die Kraft gibt, weiterzumachen. Also ich freue mich wirklich über nette Kommentare, aber auch die netten. Die sind auch okay. Was mich nicht umbringt, macht mich stark. Deswegen, also ich mache noch ein bisschen noch und dann, wie heißt das? Und dann werden wir heute den Gewinner ziehen. Ne, Olli? Mhm. Zack, zack. Also am liebsten hätte ich jetzt jeden von euch einen Nissan GT-R als Modellauto verschenkt, aber das wäre finanziell zu viel. Ja? Also das können wir nicht machen, weil 1500 mal, was kosten die, glaube 98 Euro, wäre natürlich ein Sümmchen. Das ist aber lang. Da hat jemand wahrscheinlich so viel geschrieben, normalerweise sind die so kurz, jetzt nicht zeigen, sonst haben wir den Namen hier. Da hat jemand so viel geschrieben, ne? Damit er, das ist Trick 18, man schreibt viel, damit der Zettel viel, viel größer ist. Aber da wir das so machen, weiß ich gar nicht, ob der groß oder klein ist. Was der Gewinner, den ich hier ziehen werde, machen muss, ist, wenn ich den Namen zum Beispiel Andreas Belzec aufrufe und im Kommentar vorlese, dann muss er sich bei uns unter info@prior-design.de melden, mit Adresse, mit Telefonnummer, ja, und dann rufen wir dich an. Und ein Foto von seinem YouTube-Account, dass das wirklich ist. Weil es gibt natürlich M3, so heißt derjenige. Ja, viele heißen nicht so, wie die sich in Wirklichkeit nennen. Also die haben verschiedene Namen und ja. Deswegen müssen wir auch wirklich sicher davon ausgehen, dass er auch der Gewinner ist. Weil wenn wir jetzt 10 E-Mails bekommen, kann man nicht nachvollziehen, wer wirklich der Gewinner ist oder der echte Gewinner ist. Deswegen, ne? So, ich schneide mich fleißig weiter. Wenn der Olli die Kamera weglegt und mir hilft, geht es schneller. Okay. Packe ich alles in meine Wundertüte. Wirklich alles so. Also es gibt wirklich verschiedene Namen da. Nicht, dass jeder denkt, okay, da hat das alles. Alles ein Name von seinem Bruder. Nein. Puh. Fertig. So, mische mal ein bisschen. Komm, wir laufen eine Runde. Damit das nicht heißt, ich habe das sortiert. Cookie, willst du ziehen? Die Cookie will ziehen. Ah, die hat Angst vor dem Beutel. Okay. So, nicht anders. Komm.
weiß, wie wir das machen. Ich weiß, wie wir das machen. Wie denn? Ich stelle es unten auf die Treppe, lass mir die Tüte ausschütteln und den die fangen, der kriegt den. Geil. Das ist eine geile Idee. Dominik! Ja? Komm bei Fatih. Das ist perfekt. Weil hier kann man sagen, ah, der hat eine Tüte und so weiter. Schau mal hier. Guck mal, der Andreas stellt sich jetzt da unten hin, du schüttelst die Tüte aus, den Zettel, den er fängt, der kriegt den GTR. Wir machen so. Von da oder von hier? Von da, das ist einfach. Gehst du da? Und da kann man, ist ein bisschen einfacher zu sammeln. Ja, so muss ich hier die ganze Treppe sauber machen. So, nicht anders. Cookie, wohin? Ich hoffe, das klappt und die kommen jetzt nicht als Block runter. So. Jetzt wird das alles oben gekippt und dieser Zettel, den ich fange, oder das Kommentar, was ich fange, hat unsere Nissan GT-R als Modellauto gewonnen. Geschnappt! Oh, ich wollte schon immer so als Karnevalprinz gehen. Ah, so viele Kommentare, 1500 Kommentare, jetzt habe ich ganz viele. So, Herr Kollege. Rechts oder links? Rechts. Rechts? Mhm. Dann nehmen wir rechts. Der Christoph. Christoph Liebke. Hat einfach Wahnsinn Produkt. Würde mich freuen. Nein, würde mich mega freuen. Wünsche euch viel Erfolg. Also, Gott gucken. Der Christoph hat gewonnen. Und zwar der Christoph. Moment. Kann das gut sehen? Nicht. Jetzt. Ja. Ja. So, Christoph, herzlichen Glückwunsch. Du hast unseren Nissan GT-R gewonnen. Melde dich bei uns per E-Mail unter info@prior-design.de. Schick uns deine Telefonnummer, ein bisschen Handynummer und deine Adresse, wo wir das hinschicken sollen. Ne? Der Dominik, dass er sich auch freut. Und ja, ich freue mich. Es hat unnormal Spaß gemacht mit euch, wirklich. Ich habe mir viele Kommentare zu Herzen genommen. Da waren wirklich auch manche Kommentare sehr, sehr traurig, mit traurigen Geschichten. Manche, was ich sehr gut fand, ja, das ist zum Beispiel auch wie bei ihm, ja, in dem Fall, wünsche euch allen viel Erfolg. Ja, das ist wirklich. Ich glaube, er meint die Teilnehmer und damit und deswegen finde ich es sehr schön, dass man auch den anderen Glück wünscht oder gönnt. Ja? So, Christoph, melde dich bei uns und ja, vielleicht, wenn ich eine gute Laune habe, mache ich wieder eine Verlosung. Ja, ich habe oft gute Laune, deswegen folgt uns auf unseren Kanälen und ja. Vielen Dank nochmal für alles, für die Kommentare, für die Likes und so weiter. Ne? Vielen Dank, bis dann. Ciao.